Also ich, mich persönlich stört es auch nicht. Mich würde es eher stören, dass ihre Brüste aus mehr als 4 Polygonen bestehen. Und damit herzlich willkommen bei einer wundervollen neuen Ausgabe des Blumcast. Herodes bereitet gerade in dieser Jubiläumsfolge Nummer 10 sein Essen vor, damit er euch das richtig schön einmal gegenschnurpsen kann. Natürlich das Essen. Wir haben die Gläser vergessen. Oh, Essen vergessen. Oh, so, jetzt fühlt ihr euch richtig schön meditativ. Vegetativ. Ich stell das Glas auch. Hin, meinen Saft kannst du nicht haben. Oh, ich möchte einen Saft aber haben. Ja, na gut, dann gibt's halt doch was von meinem Saft. Hi! So, wir haben aber heute wirklich so eine reichhaltige Platte an verschiedensten Delikatessen hier für euch aufgetischt in verbaler Form. Worum geht's denn heute eigentlich? Themen. Ja, das wüsste ich auch gern. Du bist ja meistens die moderierende Kraft hier in dieser Runde. Ja, aber ich schaffe das gerade aus Kraftgründen nicht. Erstens das und zweitens bin ich eh nie vorbereitet auf den Podcast und stammel mir immer nur einen ab, wie man das halt so macht. Und du? Ich drücke jetzt hier mal auf den Home-Button, damit das hier zugeht und hoffentlich trotzdem noch weiter aufnimmt. Ich check das einmal. Yes, weil dann kann ich hier zur Not nachgucken. Ich habe da so ein, zwei Punkte. Und waren da jetzt 11.11 Uhr? Auf den Wecker? Da fällt mir jetzt gerade kein Witz zu ein. Nimmst du 11.11 Uhr mit deiner Pille? Ja, genau, damit ich nicht schwanger werde. Also, es ist lange Zeit vergangen und es haben mich tatsächlich ganze 2 Leute angeschrieben. Hey, kommt mal wieder ein Podcast? Beziehungsweise, oh, habt ihr mit dem Podcast aufgehört oder was ist los? Und das ist ein richtig schönes Gefühl. Das ist seltsam. Warum? Weil ich immer denke, dass, naja. Der nicht so beliebt ist? Nein. Also der letzte Podcast hatte tatsächlich als erster und einziger bisher unter 1000 Aufrufe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich glaube, ich habe den nicht zu einer guten Zeit hochgeladen. Die Leute sind einfach nicht bereit, sich eine Stunde zu geben. Ja genau, so eine Stunde. Und die Inhalte sind ja doch längster Quere. Längster Quere, ja. Kreuz und hin. Und Holter die Polska. Dafür soll ich halt jetzt Zeit nehmen, für sowas. Für so einen Witz, ja. Nee, pass auf. Habe ich direkt gerade gebrainstormt. Mhm. Es ist doch bestimmt möglich, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass wir eventuell zum Jahreswechsel sowas wie eine Webseite launchen. Das wär's, Alter. Das wär's. Wenn. Müssen wir mal Daniel fragen, ob der uns die fertig macht. Machen wir. Und die App. Und dann fahren wir nach Rom und launchen. Also. Wenn man diese Seite hätte, könnte man doch da theoretisch den Podcast als MP3 anbieten. Ist das korrekt? Ja, das wäre genau dann so, wenn der Billig-Host auf dem Server, wo das läuft, ja, nicht nur 10 GB so bereitstellen würde. Denn bei Nostarafe wird kein Cent verschwendet. Ich kann das bis jetzt noch nicht so gut einschätzen. Die IT-Spezialisten können sich bestimmt denken, von welchem Host ich rede. Ja, aber ich meine, rein theoretisch, wenn das denn dazu käme, da könnte man ja auch zumindest irgendwie immer einen hochladen. Mhm. Das ist ja nicht so viel, hoffe ich. Ein MP3, das sind, weiß ich nicht, 300 MB in der Länge. Ja. Dann könnten wir ja eigentlich auch 10 hochladen. Das ist ja safe so. Ja. Na, dann ist doch alles geklärt. Schade, dass es so eine Webseite nicht gibt. Ja. Wir müssten die eigentlich so richtig anhypen, dass die Leute denken, jetzt kommt so ein Riesenprojekt. Mhm. Und kommt dann auch. Ja, stimmt. Dann ist. Ihr habt doch gehört, dass Leon Mascher letztens ein Game erstellt hat, ne? Ja, habe ich gehört. Naja, ach egal, nächstes Thema. Mhm. Nächstes Thema. Du hast es wahrscheinlich schon vergessen, aber dir hat sowas von der Zipfel gebrannt, über dieses Thema reden zu müssen. Und es ist die Premiere vom Kinofilm, die du durchleben durftest. Wie lange das schon wieder her ist, Alter. Auf jeden Fall, ja. Wir haben tatsächlich eine Weile nicht gepodcastet. Ich frag mal so, welche Familienmitglieder von uns hören zu? Ich glaube keine. Okay. Also. Aber es müssen ja trotzdem jetzt hier nicht unbedingt Namen fallen. Natürlich hat Robin wieder gesagt, hab keine Erwartungen. Natürlich hatte ich Erwartungen. Ja, dein Fehler, ne? Also, es war in so einer kennt ihr den Anfang? So von wegen, wir haben ja einen kleinen Film gemacht in der Stadt, über Weimar. Im Podcast wurde das erwähnt, denke ich. Nochmal, dann, um die Zuschauer abzuholen. Ja, wir haben ja auch jetzt viele neue Zuschauer bestimmt. Genau, die holen wir jetzt ab. Achtung, tut über uns wurde von so Weimarer Künstlern, die Filme über Weimar machen, über verschiedene Leute. Wurde auch über Robin einer gemacht, beziehungsweise uns, aber Robin im Rampenlicht, ne?
Ja, ich dachte auch eher, dass das am Anfang so ein bisschen mehr wir zusammen Ja, ist und dann hieß es, aber einzelne es ist halt so Personen. geworden, dass du da vorne standst. Und das wurde Premiere. Ich glaube, 18 € hat die gekostet für Leute, die nicht mitgewirkt Ja, haben. und ich habe. Drei-Gänge-Menü war angekündigt in einem Restaurant. Ja. Und Raul meinte, ey, wir gehen da hin. Das machen wir. Und meine Vorstellung war, Robin und ich schauen einen Film und machen uns tierisch darüber lustig. So wie damals, als wir Millionärsfeier geguckt haben oder als wir das Kochen geguckt haben. Ja. Nur halt in einer Gaststätte und in einem größeren Rahmen. Und alle machen sich mit uns zusammen und freuen sich. Und ich komme da an mit meinem Fahrrad, schließe das schön ab, gehe da rein und sehe schon den Robin, denke mir so, oh, das wird der Abend meines Lebens. Aber wird richtig toll. Und ja, natürlich war es Klientel ein bisschen älter, so Weimarer Filme, ne? Es ist ja eher so ein Dorf hier und die älteren Leute finden das natürlich schön, die jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit am Auswandern sind. Und ich sehe den Robin, wie er schon da mit Leuten quatscht und denke so, ah, der prankt bestimmt gerade, kann ich pranken? Bestimmt, wie Nee, er aber du das immer hast macht. so ein bisschen, dass du rumscherzt. Geh da rein und hör halt einfach nur den Satz, ja, Oma sitzt in den Nebenraum, geh da mal hin. Und ja, da waren halt diese ganzen Erwartungen weg, ne? Das ist, da muss man dazu sagen, dass das nicht einer deiner Lieblingssätze ist. Also ich glaube, es kommt durch. Also, Umfasst naja, es ganz auf gut. jeden Fall saß an dem Tisch da meine Familie väterlicherseits, die sich überhaupt schon seit Jahren zerstritten hat und eigentlich immer nur noch zusammenkommt zu irgendwelchen Anlässen, wo keiner Spaß dran hat. In einem Nebenraum, wo sonst keiner, in einem scheiß Nebenraum, so. Eine ganze Kneipe voller gut amüsierter Leute und wir aus irgendeinem Grund in einem Nebenraum. Warum? Ja, also der Weißt du Ursprungs. warum? Weil sich gewisse Omas da extra hingesetzt haben, damit wir es ruhig haben. Erinnert euch, was meine Erwartungen waren. So. Und es kam, wie es kommen musste. Entzückend schön. Wie war's? Schick. Gnadenlos schick. Gnadenlos schick. Also, das. Jetzt lacht doch mal nicht. Die wissen noch gar nicht, was wir meinen. Gnadenlos schick ist auch so ein Weimarer Ding. Das So sind ein Happening, so ein Event. irgendwelche Menopausenfrauen, die da. die sich da. Die da irgendwie. Also, es. Sich irgendwie schick, schick verkleiden. Also, es lief darauf hinaus, dass sie irgendwelche Staubwedelperücken offen hatten. Und sich. Naja, liege ich falsch. Und sich halt benommen haben wie Spasten. Also wirklich wie Hey. Behinderte. Nein, nein, nein. Nicht die Spasten. Okay. Nicht Peter Dück Spasten, Okay. sondern nervige Spasten. Okay, also ich fand es nicht ganz Ach, so. Leute, wie ist es denn bei euch am Tisch? So, gefällt es euch? Ach, das finde ich aber gut. Dann gehe ich mal weiter. Übertreibe ich? Also das Ding ist, muss man ja in Relation sehen, dass ich halt diese Erwartung nicht hatte und deswegen hat mich das Ganze nicht ganz so. Die Fallhöhe von mir war nicht ganz so Und wie bei diese dir. Gnadenlos Schick haben halt gekellnert. Genau. Und das war halt Teil des Programms. Toll. Dafür hat man Geld bezahlt. Und das war gnadenlos gut auf jeden Fall. War besser als echte Kellner, meiner Meinung Und nach. dann hieß es, ah, ich weiß, ihr habt doch Hunger, ne? Also Erst nein, nein, haben die nein. Hoffs Erst gespielt. kamen die Teaser-Filme. Nee, So. zuallererst haben die Hoffs gespielt. Das fand ich noch Das ganz stimmt, okay. ja. Das war noch schön. Die hatten so Dudeldecke. Ja, das hat Spaß gemacht. Das waren Zwei auch Weimarer Brüder oder Brüder, so, genau. die. Zu den Nähmaschinenmann kann man eigentlich auch mal Ausflug machen, aber später. Ja. Boah, da habe ich mir echt die Zehennägel hochgerollt, ey. Ja. Und dann hieß es so, ja Leute, jetzt kommen wir zum ersten Essensfilm. Ihr habt doch bestimmt Hunger und die Vorspeise in der Küche wird gerade zubereitet. Und da wurde halt der Film gezeigt von so zwei älteren Herren oder einem älteren Herr, Ja, wie er der. dieses Essen kocht. Ich kenne die Zusammenhänge nicht, aber er hat so eine Kürbissuppe gemacht Genau. und hat Leute dann eingeladen, die das dann irgendwie probieren. Das war so ein Zwischenfilm, es war nicht Teil des eigentlichen Premiere-Films, um den es ging. Und das war nicht so souverän, das war ein bisschen tollpatschig, wie er die gemacht hat, so ein bisschen witzig auch, aber es war schien eine Kürbissuppe gewesen zu sein und auch wie die das essen. Und dann hat jeder diese Kürbissuppe bekommen. Ja. Und da dachte ich schon, Mensch, das war ja noch okay. Die Schüssel Ja. ist ja ein bisschen klein, aber für eine Vorspeise, naja, gut, Ja. in einem Restaurant Plastilöffel muss nicht sein, darf nicht sein, kann auch nicht sein, aber what the fuck, kann ja irgendwie einen Mangel gegeben haben. Ja. Es waren auf jeden Fall Plastiklöffel. Oh. Ja. Aufgegessen, hat auch in Ordnung geschmeckt, muss ich ehrlich sagen.
Und dann kam der erste Film schon, oder? Der Dann erste kam der richtige erste Film. Film, ja. War das der Radfahrer, ne? Ja, das war der Radfahrer. Von einem Zeitungskurier, der irgendwie schon fast 80 ist. Der Und ist trotzdem mittlerweile noch, der ist 80, der ja. Achso, sehr viel Rad fährt und Straßen mit Zeitungen beliefert. Schöner Film alles, aber ich dachte dann so, naja, dieses Drei-Gänge-Menü, von dem hier angepriesen wird, da freue ich mich ja jetzt mal auf den zweiten Gang. Es gibt Bratwurst, Sauerkraut und Kartoffelbrei. Ja. Ich wurde nicht enttäuscht. Oh, Moment, ich wurde doch enttäuscht. Also, da muss man dazu sagen. Also, erstmal habe ich natürlich vorneweg zur Küche gesagt: wie, Vorsicht, ich esse leider kein Fleisch wegen der Bratwurst, dass man da vielleicht dass ich einfach ein bisschen mehr Kartoffelbrei kriege oder so. Und dann lief, glaube ich, sogar auch noch der zweite Film, bevor das Essen kam. Und der wurde angekündigt mit. Und da sie jetzt bestimmt ganz viel Hunger haben, gucken wir mal jetzt den zweiten Film. Sie haben sie ja bestimmt jetzt richtig satt, sich richtig Hungrig gesehen. hungrig gesehen. Genau, das war das. Das war die Phrase so. Und War der zweite schon Marlene? nee, das war, glaube ich, der Dann war dritte. es die Zwiebelmarktkönigin. Ja, dann kam der zweite Film und da ging es halt auch schon um Essen. Dann Ja, aber ging der war langweilig. der. Naja, also es ist jetzt nicht so spannend, darüber zu erzählen, aber die Person ist ganz cool. Und auf jeden Fall kam dann der zweite Film, also Kurzfilm, wie dann Essen zubereitet wurde. Genau. Und dann hieß es, wie gesagt, hier, Bratwurst mit jetzt haben sie bestimmt Fertigkartoffelbrei. alle richtig, richtig Hunger. Jetzt geht's mal los Ich so. störe mich nicht an Fertigkartoffelbrei und Ja. Sauerkraut aus der Dose. Aber da hat Die man jetzt Bratwurst schon war in richtig, Ordnung. da ist uns schon das Wasser im Mund zusammengelaufen. Und Und dann, alle. ich war schon ungeduldig, muss man ja auch dazu sagen. Dann kam Also diese. ich habe es auch so gemacht, dass ich vorher extra nichts gegessen habe, Ja. weil 18 Dann Euro. kam diese nervige, gnadenlos Schickoma. Stellt es euch bitte ganz genau vor. Fühlt es. Bratwurst, Sauerkraut und Kartoffelbrei. Auf einer Untertasse. Ja, das ist Es halt war keine echt. Untertasse, es war vielleicht, hatte vielleicht einen Zentimeter mehr Durchmesser, aber es war eine Drittelbratwurst. Und die war so lang wie der Teller. Also es war einfach nicht lustig. Es war einfach grauenhaft. Und dazu diese nervigen Omas und die Leute, die sich nicht leiden können. Und es war alles so furchtbar. Und ich einfach nur, Robin, ist das dein Ernst? Warum lädst du mich auf so eine Scheiße? Ich war irgendwie sogar, ich weiß nicht warum, aber ich war in dem Moment auch irgendwie sauer auf alle, inklusive dir. Dich. Jetzt können wir nicht entscheiden, ob dich oder dir. Ja. Alter, was soll die Scheiße? Ich bin auch Ah. zu der Produktionsfrau gegangen. Die Produktionsfrau kam, die uns gefilmt hat. Ist alles in Ordnung? Und alle so, ja, ist in Ordnung. Ja. Ich so, ist das jetzt das Drei-Gänge-Menü oder ist das jetzt ein Scherz? Kommt da jetzt noch was? Nö, ich habe mit der Küche nichts zu tun. Und ging. Naja, und diese Also, man muss aber dazu sagen, auch Essensmenge. andere Mitglieder der Familie haben sich darüber. Ja, aber als Also, die wir. Frau gefragt hat, ist alles gut, haben sie gesagt, ja. Ja, weiß ich nicht. Ach, übrigens, auch wieder mit Also. Plastikmesser und Plastikgabel Ja, dazu. genau. Also Gastronomen, die zuhören, nehmt euch bitte jetzt nicht das Leben, auch wenn ich es verstehe. Also, wisst ihr wie? Das ist sehr grenzwertig. Ja. Auf jeden Fall war das trotzdem. Für mich nicht so weiter wild, weil ich persönlich habe nichts bezahlt. Ich habe quasi Teile deiner Karte bezahlt, weil ist ja auch egal. Und Musstest du habe für mich. meine Karte? Ja. Auch wenn ich Produzent bin? Ja. Okay, krass. Aber weswegen ich mich kurz schlecht gefühlt habe, Danke, Mann. aber mich dann gefreut habe, dass keiner da war, weil ich habe ja Promotion gemacht auf Instagram und gesagt: hier, Premiere, falls es für jemanden ist. Es sind 18 Euro, es ist viel, aber es ist mit Programm und Essen, bla bla. Und wäre da jemand gekommen deswegen, da hätte ich mich aber richtig scheiße gefühlt so. Glück Aber da gehabt. keiner kam, war das okay für mich. So habe ich mir gedacht, okay, jeder ist freiwillig hier, mehr oder weniger. Und ja, dann ging es weiter. Dann kam Marlene. Dann kam Marlene, das ist ein sehr langer Film, über eine ältere Frau, war ganz witzig. Dann kam, glaube ich, noch der andere Film, Da während war ich wir, dann da draußen. waren wir dann größtenteils draußen. Das ist vom Kollegen hier, der taucht und Dudelsack spielt. Und der hat einen coolen Sohn oder Enkel. Enkel? Ich weiß es gar nicht. Sohn wahrscheinlich eher. Zu dem wolltest du kurz ein Wort verlieren, oder? Einfach nur dieses Zitat. Du bist Nähmaschinen-Enthusiast und hast da mal Hand Damals, anlegen als ich das wollen. Assassin's Creed, das aus dem Steel, glaube Jeansstoff ich. war schon fünf. Ah, Aus dem Unity. Jeansstoff. Und hatte eine alte Nähmaschine und die habe ich reparieren lassen, beziehungsweise wir. Und bringe die halt hin. Und wie wir sie abholen, war dann so ein jüngster Typ, der war auch schon so um die Ende 20. Und
Nicht immer schon vorher lachen, Mensch. Doch. Und der war mir schon, der wirkte auf mich schon einfach. Und wir holen die Maschine ab. Und plötzlich guckt er aus dem Fenster. Steht so eine Frau da mit so einem Typen. Und er guckt aus dem Fenster und sagt nur: Boah, die ist aber fett geworden. Die war früher war das mal eine ganz zarte, nee, eine ganz zarte Knospe. Im Alter von 17 Jahren habe ich sie gepflückt. Und ich muss echt aufpassen, dass ich nicht auf diese scheiß Nähmaschine reihe. Es war halt echt so ein richtiger Filmmoment, wie es, er redet halt nochmal weiter und macht sein Ding da und wir gucken uns so an. Alles klar. Das Boah. war echt. Wie kann man das denn so formulieren? Kann man das nicht normal sagen? Kann man das nicht überhaupt nicht sagen? Würdest du dich denn nicht gerne von ihm pflücken lassen? Nein. Verstehe ich nicht. Darum geht's auch gar nicht. Ah. Es war nur, naja. Das hat mir irgendwie den ganzen Tag habe ich dieses Zitat gespürt. So, ich weiß auch nicht. Das war so dieses ganz komisch. So richtig so, wie ich sage, so an der Tafel kratzen, so mäßig ist das. Nur halt im Bauch. Aber Nicht an den bleibender Eindruck Fingernägeln. auf jeden Fall. Ja. Oh. Ja, gut, das war der Film. Nach diesem gab es den Nachtisch. Ja gut, gleiches Programm, wie wurde der gemacht? Es war Quark mit gefrorenem Obst, Entschuldigung. Ja. Quark mit Fertigobst aus der Kühltruhe. Meine Erwartungen waren ja eh schon, da waren sie ja dann endlich mal weg, wie du es wolltest. Ab da lebst du glücklich. Und da habe ich dann sogar einen Nachschlag bekommen. Ich auch, ja. Wir haben Ja. beide, dann kam die nette Oma nochmal vorbei, Ja. hat gesagt, hier. Da habe ich mich aber auch zusammengerissen, dass ich die jetzt nicht irgendwie scheiße behandle, so, weil ich mochte die nicht, aber die sind halt, wie sie sind, so, man muss die auch irgendwie Und die akzeptieren ein können ja Stück auch weit. fürs Essen nichts, also die haben Ja, dann. aber für ihr Verhalten. Ja, das ist richtig. Aber ich denke dann so, du willst jetzt hier nicht irgendwie schlechte Laune verbreiten, die sind irgendwie gut drauf, gerade aus irgendeinem Grund, verstehe ich nicht, aber lass die mal. Ne? Ja. Und gesagt, gelassen. Genau. Und dann war das ganz toll. Dann kommen wir. Du. Ja, du bist ja auch drin. Ja, dann kam der aus dem Internet. Der Weimarer YouTube-Kanal Ich aus dem studiere was mit Internet. Medien. Ja, genau. Und das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Meine Mutter meinte noch vorgestern irgendwie, dass das jetzt das letzte Mal kam, Sonntag. Demnach war es das jetzt, habt ihr Pech gehabt. Aber ja, insgesamt auf jeden Fall der Film ja schon ganz gut, kann man sich mal angucken. Na, Aber das meint ihr nicht, in Event, einem Jahr kommt die Trilogie auf DVD? das ist gut möglich, ja. Genau. Video on Demand in Pressform. Zusammengefasst kann man nur sagen, es ist nicht schlecht gemacht. Ja, also die Premiere oder das Premiere-Event hat ja mit dem Film an sich nicht viel zu tun. Und das ging ja von der Gaststätte aus und nicht von den Filmproduzenten. Ich störe mich an einigen Dingen im Film, aber dazu sei noch nichts gesagt, denn die hat ja sonst jetzt keiner gesehen. Vielleicht berufen wir uns darauf, wenn die DVD dann draußen ist und alle die haben. Okay. Wir haben den ja jetzt tatsächlich beide dreimal insgesamt gesehen. Ich sogar viermal. Ich habe ja noch vorher einmal gesehen. Und ja. Ich war bei den Premieren, dann war ich nochmal mit Mutti drin. Muss. Im Kino dann halt bei uns lokal. Exakt. Das. Also ja, das war ein sehr aufbrausender Abend. Ja. Ich bin da auch wirklich schlecht gelaunt nach Hause, ne? Es ist so kein Bock mehr. Ja, du bist auch relativ schnell dann ab, als das Ganze vorüber war. Na, weil ich keinen Bock hatte auf diese Verabschiedungszeremonie. Gibt Leute, die flennen. Ja gut, aber an sich, es war ein Event, es wird in Erinnerung bleiben und auch wenn es für dich Das in dem Moment nicht cool war. versuchen Leute auch immer so. So, es war scheiße, aber später erinnerst du dich dran, dann lachst du drüber. Er war immer noch scheiße. Ja, mag sein, aber es ist doch witzig. Also die Story ist halt trotzdem irgendwo ein bisschen witzig. Naja, das muss ich nicht erzählen, ne? Also für mich war halt der witzigste Moment in der Sekunde, wo ich halt schon von weitem gesehen habe, dass diese gnadenlos tollen Kellner mit so Untertassen mit der Hauptspeise rumlaufen und ihr das noch nicht gesehen habt, weil ich um die Ecke gucken konnte. Da war es halt für mich so vorbei, da musste ich so laut loslachen. Obwohl alle natürlich mit dem Kopf geschüttelt haben von uns, aber es war Ich einfach glaube, das war der Grund, warum großartig. ich sauer auf dich war. Kann sein. Aber was willst du denn im Moment machen? Also, finde ich dann Wir haben drüber überlegt, ob wir lachen. uns eine Pizza bestellen. Ja. Aber Und ich dann finde da haben alle den trotzdem Schwanz eingezogen. drüber lachen, fand ich dann trotzdem die sinnvollste Reaktion. Nun ja, so viel dazu. Gut. Viel Berühmtes passiert mal wieder. Haben wir ganz vergessen, jetzt den Podcast einzuleiten mit das 10. Lebensjahr.
Der 10. Podcast. Ich glaube, so alt muss man sein, um mit Rabadon zu schlafen. Ja, richtig. Hätte man fast vergessen. Ja, dann ist aber dann, das ist die Obergrenze schon. Also älter als 10, wenn der Podcast noch ein, zwei Folgen älter wird, dann wird es schon eng. Wow. Ja. Du verfolgst ihn ja nach wie vor sehr enthusiastisch auf Instagram. Der macht nicht mehr so viel. Ja, aber du hast mir Bilder davon geschickt, obwohl ich den selbst abonniert habe. Ach so, von Pass pro Toto. Ja. Habe ich bei meiner ersten und einzigen, wie nennt man das, Meeting, Lesung, nee. Beim einzigen und ersten Tickets-Meeting gelernt, dass das den eher Lebensmotto ist. Lebensmotto ist, genau. Fällt mir gerade ein, wir hatten neulich mal noch einen Livestream von ihm gesehen, vor ein, zwei Monaten. Da habe ich gesagt, hey, da müssen wir drüber sprechen im nächsten Podcast, haben wir dann aber nicht gemacht. Mhm. Und dann wollte ich den Podcast nämlich nennen, Lord Abaddon muss in jedem Podcast sein oder irgendwie sowas. Aber ich weiß gerade gar nicht mehr, was da witzig war. Es war halt, du hast irgendwas leicht Provozierendes geschrieben, da hat er das vorgelesen, hat gemacht und weitergeredet. Ja, kann sein. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Aber der Livestream an sich war halt ein bisschen dumm, weil er einfach nur, was hat er geguckt? Bundestagswahl nach Beben oder sowas. Ja. Oder hier die Wahlgedöns mit den gelben Vias der FDP. War das? Ich glaube. Ja, die, das die, die Jamaika-Gespräche. Wann war das eigentlich, wo wir in der Kiste saßen? Das ist auch schon ewig das her. Das ist eine Weile her. Da war Politik schon noch gerade relevant und jetzt ist es eigentlich immer noch gewissermaßen, weil es ja immer noch nicht alles ist drüber immer, und drunter. Immer noch Politik. Aber es ist zu cringy, wie wir das hier analysieren schon wieder. Ja. Lassen wir es an dieser Stelle. So, ich mache jetzt hier mal ganz kurz einmal gegen meine Notizen. Das ist halt, so in einem guten Podcast wäre das halt jetzt nicht. Ja, in einem guten Podcast befindet ihr euch auch alle nicht gerade. So. Dann hat mir das letzte Mal so gut gefallen. Die Hollywood News mit Herr Rhodes. Hollywood News. Ja. Haben die schon wieder eine Frau zwischen die Beine gegriffen? Nee. Also, in Hollywood ist einiges passiert. Star Wars kam raus. Was hältst du denn davon? Der 8. Teil. Na, wir wollten mal ins Kino und da habt ihr mir nicht Bescheid gesagt. In Star Wars? Mhm. Das wurde offen kommuniziert, da hast du nicht gesagt, hey, ich will mit. Aber ich hab's gemeint. Okay. Welchen Teil von Star Wars findest du am besten? Den, wo die Stelle, wo dieser Typ, der so atmet, wo der Ball so aufgeht. Ja. Und dahin geht der Ball wieder so zu, und dann geht der Ball wieder so auf, und dann geht wieder so zu, und dann wieder auf. Und so. Ja. Der so atmet. Mhm. Nice. Weißt du grob, um was es geht in Star Wars? Die kämpfen da mit Sternen. Ja. Und wer? Die Laserschwerter. Und wer kontrolliert die? Der ist so komisch atmet. Nur der? Nein, seine ganzen Leute. Das ist so großartig. Der wohnt auf einem Schiff, das ist so groß wie ein Planet. Ja, ist gut. Und wer hält ihn auf? Sein Sohn. Oh, Alter. Ja. Du Fuchs, jetzt hast du mir aber hier richtig einen Bären aufgebunden. Du weißt ja doch bestens Bescheid. Ja. So, und im neuen Teil, was geht da so ab? Ich glaube, da gibt es jede Menge Product Placement, oder? Nee, wüsste ich nicht. Ja, das wäre natürlich witzig. So in den großen Musikvideos von den Katy Perrys und wie sie alle heißen, Ariana Grande, da werden immer diese Beats-Kopfhörer eingeblendet und diese Beats, heißen die Beats, ich glaube, diese Boxen, die sind immer übelst präsent. Wenn dann so gibt es auch eine Band, die ist nur dafür da, um Schleichwerbung dazu machen, ja, die Beatsteaks. Ja, die machen immer Beat, warte, ganz kurz, ich muss mir den aufbrausen. Die machen Beatsteaks-Meetings. Habe ich das richtig gesagt? Ja, nein. Mist. Wie heißen die Dinger? Stakeholder. Beat Stakeholder Meetings. Ja, Beat Stakeholder Meetings machen die. Gut, Hammer. Du, ich weiß selbst nicht mehr, ob das Wort Stakeholder Meeting existiert. Ach so. Aber ich bin guter Dinge, dass es das ist. Das toll, habe ich jetzt ein schlechtes Wortspiel gemacht. Make im wish. Schlimmsten Fall. Margarete ist da auch da. Wir reden jetzt gerade über... Sie wohnt hier. In diesem Podcast. Und wir reden gerade über Star Wars. Herr Rhodes weiß bestens Bescheid. Mhm. Warst du noch nicht mal drin, ne? Herr Rhodes war nicht drin, nee. Echt gemein. Ich wollte gerade sagen, höre ich öfter. Hast du irgendeinen Teil gesehen eigentlich? Das höre ich auch öfter. Oh, komm schon, das ist witzig. Sag mal, kann ich. Und nee. Auf jeden Fall... Für alle, die nicht gesehen haben, kurze Spoilerwarnung, spult 3 Minuten vor, aber ich fand das sehr witzig.
Also in diesem Film gibt es eine kurze Szene, in der eine Person, die im echten Leben gestorben ist, die Schauspielerin ist gestorben, die scheint im Film zu sterben. Die schwebt dann durchs All, hat die Augen zu. Ich kann das doch einblenden. Man hat die Augen zu und dann macht sie die Augen aber auf und schwebt zurück ins Raumschiff, weil sie halt so ein bisschen special. Das heißt, die haben ihre Leiche ausgestopft? Nein, die hatten ja alles schon abgefilmt. Ist egal. Mhm. Die ist auf jeden Fall gestorben. Die hat viele Sachen konsumiert in ihrem Leben, vor allem Kokain. Mhm. Und da gab es so ein witziges Bild, wo man erst ihr Gesicht sieht mit den Augen zu. Und dann steht da, wenn jemand sagt, sie haben Kokain an Bord. Und dann gehen die Augen so auf und schwebt sie hin. Und das finde ich sehr witzig. Das wollte ich nur kurz sagen. Wie stehst du dazu? Die ist jetzt gestorben. Ich finde, man sollte. Traurig, oder? Man sollte eigentlich als lebender Mensch. Nicht so viel. Mahlzeit, Franz. Jetzt kommt auch noch Franz her. Was soll das? Also von links nach rechts werden wir hier sabotiert. Im Leben. Was ist heute Thema? Wir sprechen gerade über Star Wars. Er sagt gerade einen richtig guten Satz. Jetzt hör doch mal hin. Ich finde es witzig, wenn man im Leben schon mal Szenen vorproduziert, die aber nur im Kontext, wenn man tot ist, Sinn ergeben, sodass man sie dann abspielen kann. Okay, was wäre das? Sowas wie, tja, habt ihr gedacht, ich bin tot, aber ich lebe noch. In der Wirklichkeit ist man dann wirklich tot. Ja, das ist witzig. Hast du sowas gemacht, oder wie? Wir sind im Jahr 2020. Ja, habt gedacht, ich bin tot, aber ich bin gar nicht tot. Und dann ist man halt doch tot. Wenn man weiß, man stirbt bald, könnte man das zum Beispiel machen. Habe ich gehört. Bringt nicht viel, weil man erlebt es ja nie, aber... Abaddon. Ach so. Nee, nicht Lord Abaddon. Drache. Wie heißt er? Lord Drache. Drachenlord. Genau der. Der hat seinen Tod gefaked, habe ich jetzt gehört, vor ein paar Tagen. Das wusste ich noch gar nicht. Hat er schon einige Male gemacht. Einige Male? Ja. Wie macht er das dann? Macht ein Ankündigungsvideo, Leute, ich bin jetzt tot. Der macht ein Video hier von wegen, ich bin eine Person, das war vor allem, das war im Jahreswechsel letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich bin noch nicht so lange in dem Game drin. Und dann hat das Game so ein bisschen aufgehört. Da kam nur so ein Video mit Musik und Text, wo stand hier, der Drache hat mir seine Login-Daten gegeben. Ich soll es euch jetzt sagen, dass der jetzt wirklich aus dem Krankenhaus gerade die Meldung kam, dass er irgendwie gestorben ist oder so. Und ja, dann war halt zwei Tage später wieder da. Witzig. Aber warum hat er diesen Gag dann gemacht, wenn er es zwei Tage später schon auflöst? Drachenlord. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Ich glaube, ein oder zwei Jahre, ich glaube, das war Jahreswechsel 15, 16. Weil an sich ist das ja ein guter PR-Stunt, hat man ja gesehen. Immer wenn YouTuber sterben, kriegen die dann einen Abonnenten-Boost. Das heißt ja immer so... Aber nicht, wenn sie zwei Tage später wieder leben. Elvis lebt, Michael Jackson lebt und so. Ich freue mich schon, wenn ein Künstler wirklich mal seinen Toten faked und dann wirklich noch lebt. Das stimmt. Müsste eigentlich irgendwann dem... Müsste doch eigentlich mal passieren so. Passiert das ja jetzt gerade und wir wissen nichts davon. Vielleicht Kokainfrau, vielleicht lebt die ja noch. Ja, oder Elvis. Oder Elvis. Naja, der ist, glaube ich, jetzt ganz schön alt. Schon. Nee, aber dass es auch mal aufgelöst wird irgendwann. Ja. Dann habe ich noch ein kleines euer Leben. Ist mir was aufgefallen, wollte ich nur mal kurz loswerden, weil ich weiß nicht, irgendwie ist das ein bisschen kacke und da kannst du dich ja auch richtig mit identifizieren, so Skate-YouTuber, ja. Muss ich mal einen negativen Ast brechen, also quasi einen Ast wieder zusammensetzen. Man sagt ja, ein Ast brechen ist was sehr, ne? Verstehen wir ja. Da ist so eine Entwicklung, die geht mir richtig auf den Sack. Aber sie funktioniert halt. So. Also klar machen die das, weil es funktioniert, aber ich finde das so behindert. Du guckst Skate-YouTuber, ja? Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Typen guckst, der hier so Code schreibt. Ja. Oder deinen Mathe-Asiaten da, der dir immer deine Mathe erklärt, wenn du denn hier so da sitzt. Ja. So, jetzt stell dir mal vor, du guckst den an. Wer ist denn Black Pen, Red Pen? Abonnieren. Jetzt stell dir mal vor, du guckst diesen Typen, willst dir seine tollen Formeln sehen. Mhm. Und dann macht er ein Video. Wie lang sind die Videos von dem normalerweise so? Kommt auf das Integral an, was er ausrechnet. Auf das Integral kommt das an. Gut, egal. Nehmen wir mal an, er erklärt das kurz und er zeigt, um was es geht so. Jetzt stell dir aber mal vor, stattdessen hat er so eine Entwicklung innerhalb von 1-2 Monaten gemacht und macht jetzt so Videos, die so 20 Minuten lang sind, in denen er 18 Minuten nur irgendwas labert und irgendwo rumläuft und zeigt, wo er gerade shoppen geht oder irgendwas Dummes macht oder so. Und dann so 2 Minuten lang zeigt er eine Formel und dann ist das Video vorbei. So. Das fändest du doof, oder? Newsflash, ich hätte das auch verstanden, wenn du mir das mit Skaten erklärt hättest. Ich wollte, dass du es nicht, dass du es verstehst, sondern dass du es empfindest. Diese Aggression, die ich da
Ja? Du guckst dir Skate-Videos an, weil du Skaten sehen willst. Das ist mir scheißegal. Also bei anderen Sachen gerne, da kümmere ich mich um die Persönlichkeit. Zum Beispiel, was weiß ich? Ey, Bladi. Ja, das ist mein Homeboy. Nein, zum Beispiel Videoamt oder so, als der noch Videos gemacht hat, war mir echt relativ egal, was er für Videos gemacht hat. Ich habe mir so selbst seine Vater-Vlog-Sachen angeguckt, wo ich weit davon entfernt war, Vater zu sein. Und, na. Und, würdest du sagen, du bist gerade weiter oder näher dran? Weiter weg oder näher dran? Weiter weg. Ja, und selbst das habe ich mir angeguckt, einfach weil ich mich für die Person an sich interessiert habe. So. Aber bei Skatern will ich halt sehen, wie die Skateboard fahren. Und wenn ich mir dann ein Video von denen angucke und die erstmal 10 Minuten irgendeinen Scheiß labern und ich da durchskippen muss und so, aber es funktioniert halt. Also zum Beispiel ein Chris Chan oder auch jetzt ein wie heißt der? Tony Hawk. Tony Hawk, genau der hat jetzt auch so einen Vlog-Kanal. Nee, hat er nicht. können wir aber gleich, da machen wir einen Haken kurz dran. Da sogar einen Haken kurz? Ein Hakenkreuz machen wir da jetzt gut dran. Hab ich richtig verstanden, okay. Nee, hab ich nicht gesagt. Ein Haken kurz. Also doch ein Haken kurz gesagt. Aber gut, machen wir noch einen kleinen Ausflug. Meine Lateinlehrerin hat mal gesagt, als sie Arbeiten zurückgegeben hat, ich habe bei euren Arbeiten jede Menge Haken, Kreuze und Punkte gemacht. Und das hat sie nicht mitgekriegt und alle haben gelacht. Okay. Auf jeden Fall, du guckst dir diese Scheiße an. Du guckst dir diese Scheiße an und dann labert er erstmal 10 Minuten. Mhm. So. Mach dich wütend, weil du willst skaten sehen. Aber die ganzen kleinen Kids, oder ich weiß nicht wer, teilweise auch Kalle zum Beispiel. Kalle guckt Chris Chan. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade noch, aber hat eine Zeit lang. Ist halt ein Skater, der dann immer labert. Und der mag das so. Aber ich finde das einfach nur kacke, weil ich will skaten sehen. Mhm. Da musste ich jetzt mal kurz sagen, das ist scheiße. Wenn ihr vorhabt, das zu tun, lasst es, auch wenn es funktioniert. Macht mal geile Sachen so. Gucke ich mir lieber irgendwelche Compilations an, wo ich 6 Minuten einen Trick nach dem anderen sehe. Mhm. So. Fertig. Und du sagst, Kalle, du hast mir, sag, wenn es gerade unangebracht ist, hast du mir dieses Video geschickt? Ja. Was war denn da los? Ja, naja, der Kalle, der fächert sich gerade auch in alle Richtungen und probiert alles mal aus. Und das ist auch so eine Art Schauspielagentur oder weiß ich nicht, halt so eine Art Agentur sind das alles, glaube ich. Mhm. Und da bewirbt man sich oder so und dann kommen eventuell Angebote oder auch nicht. Da macht man halt so Showreels von sich, was man so kann. Und dann melden sich Leute vielleicht. Und das kam auf diese Talentseite hoch, Link in der Beschreibung. Ja, in der von dem Podcast die Beschreibung, oder? Naja, von mir aus. Okay, sonst wissen die Leute nicht, worüber ich rede, aber es war sehr fremd für mich. Ja, also... Er hat einen Ossi gespielt, der Sächsisch redet. Und das andere erinnere ich mich gerade nicht. Ja, das war ja ein Mashup von ganz vielen Sachen hier, Alkoholtests und so. Es war halt einfach nur so ein ganz verschiedene Facetten oder so. Gut, guckt es euch auf jeden Fall an. Ja. Kalle Boy. Ja, ich bin da tatsächlich nur drauf gestoßen, weil ich auf Facebook irgendwie auf das Hashtag Nosterafu oder irgendwas gedrückt habe. Und dann kam das. Oder wo Nosterafu TV verlinkt war. Ich wusste das selber nicht. Also er hat jetzt kein Geheimnis mit Absicht draus gemacht, aber es ist ja auch nichts Großes. Wie auch immer. Den Haken, den ich hier hingesetzt habe, das Hakenkreuz. Ist es wieder ein Haken zurück? Ja, genau. Gehe ich jetzt zurück, weil ich habe jetzt nicht so aggressiv gerantet, das ist jetzt kein Thema, was mich richtig auf die Palme bringt, aber ich wollte das mal erwähnen, weil ist schon schade. Tony Hawk hast du gesagt. Ja. Bam Majera, kennst du den? Das ist auch so ein Freund von Tony Hawks. Was machen die zusammen? Jackass. Ja, Bam Majera hat tatsächlich Jackass mitgemacht, Tony Hawk eher weniger. Ich glaube, der war in 1-2 Folgen mal zu sehen. Auf jeden Fall. Wie er sich wehgetan hat. Ja. Die sind da so Rampen runtergefahren, da haben die so Sandsäcke rotieren lassen in der Halle und sind so rumgefahren. Ja. Durch die Sandsäcke. Ich glaube, da hat der Toni mitgemacht. Der Toni! Toni! Den musste mal probieren. Gut. Nee, der Bam, der ist nach langer Zeit des Alkoholkonsums und so jetzt wieder da. Mhm. Und das ist sehr schön. Das ist für mich was ganz Bewegendes. Und infolgedessen hat er so ein Interview gemacht von 90 Minuten. Hat auch die geilsten Geschichten dabei erzählt und so. Ja, zum Beispiel auch von irgendeiner... Mach mal bitte den Kühlschrank zu. Haben wir das jetzt ja irgendwie so geklärt, dass wir den Kühlschrank immer zumachen nach der Benutzung? Ja, auf welchen Kanal kommt das? Auf Nosterafakt. Meine Oma hat gesagt, sie abonnieren findet das nicht so Akt spannend. Sie findet, deine Oma findet unseren Alter, Podcast meine nicht Oma, so spannend. Weißt du, was meine Oma gemacht hat? Soll ich das später sagen oder ist das unangenehm? Nee, sag's mal jetzt. Meine Oma, ja, an die ganzen Leute, die immer die Videos verpassen. Meine Oma hat's hingekriegt,
bei allen Nostarafu, TV-Fakt, was auch immer Kanälen, das Glöckchen zu machen. Ja, einzustellen, dass sie immer eine Benachrichtigung bekommt. Aber weil sie es halt auch bei Fakt wahrscheinlich gemacht hat, denkt sie immer, oh, da kommen immer so kurze Sachen. Die finde ich irgendwie nicht so gut, weißt du? Sie kurze? Halt, ja, na, immer diese Spasten-Videos auf Fakt. Oder Furz. Furz. Ja. Wir machen aber gerade einen Podcast. Wir machen einen Podcast auf Fakt. Und das ist lang. Ja, da hat sie gesagt, oh, und dann gab es auch so ein langes Video. Oh nee, das habe ich mir nicht zu Ende angehört. Oder was war es? Genau, so hat sie gesagt, ja, ich denke immer, jetzt kommt mal wieder der Ninja, aber nee, ist es dann doch nicht. Ich weiß nicht, ob der Ninja nochmal kommt. Der Ninja kommt auf jeden Fall nochmal, aber nicht in diesem Winter. Im Ninja Frühling ist, vielleicht. Favorit von meiner Oma. Ja, der verliert leider gerade im Voting auf Instagram. Man muss übrigens ergänzen, dass Hallafiers Oma jetzt keine Oma ist, wie man sie sich vorstellt, finde ich persönlich. Jetzt nicht so Sessel stricken, sondern eher so... Das sind Sessel stricken. Eher so ein bisschen agil. Ziemlich hätte ich jetzt gesagt. Würde ich sagen, für eine Oma schon, ja. Ja, aber unsere Oma, die ist auch pfiffig mit dem Laptop unterwegs, ne? Weil ich, habe ich auch. Wir waren gerade Tony Hawks. Tony Hawks, Bam Margera, ja, der wurde von so einer dicken Frau vergewaltigt und so. Nee, einfach nur coole Geschichten. Aber daraufhin wollte ich kommen zu den alten CKY-Filmen. Das habe ich dir auch geschrieben. Das Jackass, CKY, diese geilen Dinger. Ich habe da auch echt Bock drauf. Und vielleicht können wir da ja was machen. Was heißt denn CKY? Crash, irgendwas. Ich weiß es gerade nicht. Also. Weil alle jetzt gefragt haben, warum ich immer Tony Hawks sage, das ist derselbe Grund, warum ich immer Tomb Raider sage, wenn ich Lara Croft meine. Das sind Kindheitserinnerungen. So wie Zelda. Nein. Bei mir schon. Das ist dann aber falsch. Tony Hawks ist auch falsch. Nee, das ist das Kindheit. Ah, okay. Und die Frau heißt garantiert auch nicht Tomb Raider. Na, aber Lara Croft heißt sie. Das ist so korrekt. Kommt jetzt ein neuer Film. Habe ich mit jemandem geschrieben, weiblich. Chinesisch? Nee. Nicht? Die mag zum Beispiel Cosplay und Programmieren und sowas. Und die hat gesagt, sie hat mal auf Twitter gepostet, als Frau, das die neue Verfilmung von Tomb Raider gefällt ihr nicht so oder findet sie nicht so gut, weil die Lara Croft da sehr kleine Brüste hat. Das findet sie nicht so gut. Und so, weißt du? Und sie wurde übelst zugeflamed dafür. Witzig. Finde ich interessant. Aber wieso kann man den Film weniger gut finden, weil die Brüste kleiner sind? Na, weil die Lara halt schon irgendwie... Also mich persönlich stört es auch nicht. Mich würde es eher stören, dass ihre Brüste aus mehr als 4 Polygonen bestehen. Stimmt. Das ist unauthentisch. Sind wir wieder dort. Tomb Raider, die mit den spitzen Brüsten, haben wir immer gesagt. Da haben wir immer gesagt, ey. Habt ihr die schon mal gesehen, die mit den spitzen? Aber will ja nichts sagen, ey. Gott, oh Gott. Ich weiß noch, ey, ein Freund von mir. Wir kommen wieder vom 100. ins 1000. Aber egal. Wie der Witz sagen würde. Ja. Ein Freund von mir damals, ne, in meinem Ehringsdorf, wo ich gewohnt habe, der hat auf dem PC Tomb Raider gespielt. Mein Ehringsdorf. Ja. Oh, das waren die Zeiten. Ja. Ist das immer noch ein Trauma für dich, dass du da weg musstest? Nö, finde ich schon gut so. Aber war eine schöne Kindheit. Da steht dann auch in ein paar Jahren, ne, wie am Goethehaus, steht dann so eine Tafel. Hier wohnte von bis. Komm jetzt mal gegen Richtung Punkt. Ja, genau. Also, der hat auf jeden Fall die Polygon-Lara immer so gesteuert durch so Kriechgänge, dass er auf den Arsch gucken konnte. Hat jo, der war aber auch irgendwie flach. Ja, aber ist egal, er hat sich bewegt und er konnte machen, dass es sich so bewegt, wie er will. Als 11-jähriger Junge kann ich schon nachvollziehen. Auf jeden Fall kann ich auch nachvollziehen, dass man das irgendwie komisch findet, weil Lara Croft eigentlich immer für große Brüste irgendwie bekannt war. Für mich ist es, wie gesagt, jetzt kein Ausscheidungskriterium. Aber sind das diese Leute, die man sich so denkt, die sie dazu geflamed haben, oder war das so eher das so weiß ich ja wild nicht. Durcheinander? Ich fand es nur einen witzigen Nebensatz. So. Ich meine, ist halt die Frage, was man sagt. Sagt sie, ich finde ihn schlecht, oder sagt man, das macht den Film schlechter? Ich glaube nicht. Also der Film ist ja noch nicht draußen. Es gab nur den Trailer. Okay. Aber den Tweet, den müsste ich mal... Ich habe den nicht gesehen. Sie haben es nur so erzählt und das fand ich interessant. Okay, krass. Ja. Nun, auf jeden Fall CKY, Jackass, bla. Das würde ich gerne auch in einem anderen Video ansprechen. Dieses Jahresrückblick, Vorblick, was auch immer. Wir brauchen eine Produktionsfirma. Wir brauchen eine Produktionsfirma, genau. Haben wir jetzt auch neulich beschlossen, dass wir uns Sachen nicht trauen, weil wir keine Produktionsfirma haben, die sagen, hier... Wir hatten ja wirklich vor in diesem Moment, wo du meintest, hier nimm mal den Tisch von dem Restaurant weg und stell den mal 10 Meter oder 15 Meter weiter. Ja. Und ich so, nja.
Und du dann so, ja gut, wenn du das machst und eine Strafe kriegst, dann komme ich dafür auf. Und dann hätte ich es gemacht. Ja. Und da habe ich so gedacht, oh, das ist ja interessant. Im Treppenhaus riecht es nach Gras, das kannst du gerne laut sagen. Das ist doch witzig. Das hören die. Unsere Nachbarn hören das. Und dann. Und das fand ich, das, da habe ich meine eigene Psychologie so geguckt und dachte ich so, ah, Mensch. Ja, aber es ist eigentlich irgendwo schade. Also es ist natürlich absolut verständlich. Aber dann kommt es auch wieder beim Geld, weißt du, hinten an. Nee, eher bei der Verantwortung. Ich habe ja auch keinen Bock, hier irgendwie 1000 Zeugenaussagen zu machen, wegen so einem Scheiß. Du kennst die. Ja, gut. Du kennst diese Leute. Ja, gut. Aber ist es wirklich das? Das brauche ich. Also zum Beispiel, würde dir das was ausmachen, wenn irgendwo in einer Polizeiakte steht, der hat mal einen Tisch irgendwie umgerückt oder so? Nee. Gut. Weil Polizei, es würde da auch nie drin stehen. Ja, was weiß ich, was dann da steht. Versuchter Diebstahl ist ja auch Bullshit. Keine Ahnung. Also ich habe einen Eintrag für hier gegen das Sprengstoffgesetz wegen Debelon. 2 Tage nach Silvester oder so. Das klingt halt schon hart, aber ja, ist mir halt relativ egal. Aber ich bin halt auch nicht so ein aufstrebender Karrieremensch wie du. Na, ich glaube, die Leute, die ich im Leben habe, werden nicht in mein Führungszeugnis gucken. Puh, Glück gehabt. Sind eher so Leute, die dann dich googeln. Die mich dann, joa. Das sind die HTMLer. HTML, das ist was, wo immer so lange lädt. Denkt Robin. Mhm. Ja, meine Güte, worauf wollte ich denn eigentlich hinaus? Soll ich dir mein HTML-Tutorial geben? Ja, mach mal ein HTML-Tutorial. Okay, mach schon was. Björn Höcke hat dich in einem... Nee, war ein anderer Björn. Der war letztens bei der AfD-Demo so geil drauf. Stimmt, den schreibe ich mal an. Nee, ich habe Björn Höcke schon ein paar Mal auf Twitter geschrieben, aber der antwortet nicht. Das ist echt schade. Echt? Hast du ihm wirklich geschrieben? Naja, immer mal was kommentiert von ihm, so eine kleine Spitze hier und da. Aber kam nichts. Lass den. Aber da können wir kurz drüber nachdenken mal. AfD? Mm. Über Björn. Mm. Björn Höcke-Prank. Ja! Da würde ich aber noch lieber einen Adolf Hitler-Prank machen. Nee. Doch. Nee, das ist so Standard. Das ist nicht Standard, das macht halt keiner, aber es wäre so witzig. Hey, doch. Wer hat denn das gemacht? Wann das? Dieser Typ. Der aus Österreich. Ja, oder? Nee, ja, das war nicht Österreich. Oder Schweiz oder so. Nee, eher Niederland oder so, hätte ich jetzt eher gesagt. Nee, das ist richtig undeutlich Schweiz geredet. Schweiz, glaube ich, was. Schweiz? Ja, ja. Schnorzen. Heil die Heider. Okay. Okay. Diese meinst du? Der war nicht. Das war, glaube ich, Schweiz. Ziemlich, okay. Ziemlich sicher. Okay, also jetzt müssen wir wieder vom 100. ins 10. kommen, langsam. Ja. Ja. Würde ich gerne machen. Ich hatte die Idee vor allem schon, wann war ich noch in der Schule? Wann war Sami noch in der Schule? Ein Freund von mir, der leicht schokokrosse Haut hat. Der ist heller als ich. Ist richtig, aber er hat halt sinnliche Lippen und deswegen sieht er trotzdem ein bisschen exotischer aus als du. Ist auch egal, mit dem habe ich schon gesagt, Alter, so ein Hitler-Prank-Video wäre so geil, da reite ich auf dir als Hitler und so, das wäre so witzig. Mhm. Das ist bestimmt 6 Jahre her. Ja, aber kannst du halt nicht bringen, ne? Kannst du nicht bringen. Das steckst du nicht drin. Ist es Björn auf deinem Display? Nee. Jetzt guckst du dir wieder irgendwelche Chats an, toll. Nee, ich habe das weggetan. Nicht verloren. Also, jetzt kommen wir wieder ins Erste, komm. Genau, das Erste. Nee, wir kommen auf jeden Fall nicht ins Erste. Ah, das gebührenfinanzierte Scheiße. Also. 232, ah ne, hast ja gesehen. Du hast ja dein Gesicht in meine Rundfunkgebühren reingedrückt. 232, nix. Das ist nix. Ich bin irgendwo bei 800. Ja, aber wenn man bedenkt, dass ich im gleichen Haushalt wohne wie die anderen beiden und die haben ein Drittel davon, ein Viertel, das dazwischen, ein Dreieinhalbstel, ein Sechstel, zwei Sechstel, zwei Siebtel. Du bist einer heißen Sache. Was? Was haben die? Naja, ich habe 230 und die haben 62. Okay. Das ist mehr als ein Viertel und weniger als ein Drittel. Fünftel. Nein, das ist Quatsch. Ja. Wenn dann zwei Fünftel. Ah! Tschüss, Golfex. Also, wie auch immer, nicht ins Erste kommen, sondern ins Kondom. Alter, hau diesen Part gerade eben raus. Das war schon wieder so ein Dünnschiss. Hä, das war übelst gut. Ja. Das wollen die Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr wollt. Was erhofft ihr euch denn? Also, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der Podcast ein Premiere-Event ist, was würdet ihr euch davon erhoffen, wenn wir jetzt euch ein 3-Gänge-Menü-File bieten? Jetzt sind wir seit einer halben Stunde irgendwie völlig ab vom Schuss. Können wir jetzt mal über das Thema reden, was du gerade machen wolltest? Es war einfach nur ein Tweet von der AfD in Berlin. Ja. So. Die haben getweetet, weil heute, der ist, glaube ich, von heute, heute ist der Jahrestag von Allahu Akbar.
Ayman Abdallah. Ayman Abdallah, genau, der war das mit dem LKW. Ja, jetzt ist mir gerade das eingefallen, wer das ist. Nein, das war nicht Ayman Abdallah. Gibt's den noch? Klar, wie ist der andere? Daniel Aminati. Genau. Gott, oh Gott. Der auch in diesem einen Musikvideo zu sehen ist. Stimmt. Oder welches ist das? Keine Ahnung. Kommen wir. Margarete, in welchem Musikvideo ist Daniel Aminati zu sehen? Ja. Daniel Aminati. Sind das die mit der Pyramide? Nein. Der muskulöse Typ, der tanzt irgendwie so rum. Dieses allsehende Auge. Ach, warte, ich google mal eben danach. Wo Dan Brown drüber schreibt. Ja, genau. Nein, wo Dan Brown drüber schreibt. Illuminati. Die, wo Tom Cruise... Nicht? Also, worauf ich hinaus wollte. Haben einen Tweet geschrieben, haben gesagt, heute ist der Todestag, der gehört den Trauernden und so weiter. Der Jahrestag, nicht der Todestag, der Jahrestag von islamischem Terror. Und wir halten uns mal komplett raus und kommentieren das gar nicht. Die AfD so. Hat das gesagt, oder was? Genau, das war ein Tweet von der AfD Berlin. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Findest du, dass vielleicht, wenn man betont, dass es ein islamischer oder ein islamistischer Terrorangriff war, dass das ein kommentarlos ist? Das würde ich sagen, das wäre mir jetzt gerade nicht aufgefallen, wie okay. Vom Hören her. Also das finde ich schon nicht schlecht gemacht, auf jeden Fall. Okay. Also, gut, vielleicht habe ich es nicht ganz perfekt wiedergegeben. Aber vielleicht habe ich auch einfach ein Musikvideo im Podcast angehört. Da ist er. Da ist Daniel Aminati. Das sieht aus wie eine Frau. Der Berg ruft. Ja, der ist gerade aus dem Bild raus. Der Berg ruft. Und was schreit er? Versteht ja keiner. Das Mem. Witzig. Also das Lied heißt Der Bergruf. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist nicht übel versteckt. Das ist ja schon fast Subtext. Suppe. Was meinst du jetzt? Den Subtext, Tweet? Ach, du meinst ja. Den Tweet. Ach so, ja. Vielleicht habe ich es nicht ganz perfekt erzählt. Aber für mich war es halt schon ein bisschen... Wir betonen, dass es islamistischer Terror war. Man hätte halt einfach sagen können, Terrorangriff so. Mhm. Aber klar war es jetzt nicht... Hier, passt mal auf, aber... Einfach nur dieses, wir betonen jetzt mal, dass wir gar nichts dazu sagen, zu diesem islamistischen Terrorangriff da. Wir sagen da jetzt mal gar nichts dazu. Also, so hat es halt gefühlt. Du findest es bemerkenswert, aber auf jeden Fall nicht störend. Das ist mir aufgefallen. Und ich habe halt drüber nachgedacht, ob ich das jetzt nun ehrenhaft finde oder ob das schon mit der Absicht so, wir sagen jetzt mal nichts dazu, weil wir sind so toll über diesen islamistischen Terrorangriff. Zwinker, zwinker. Ja, das ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Puh, gut, was gibt's sonst Neues bei dir so? Du hast neulich mal getrunken. Hier, dein Ragufeng, was ist das? Ich vergesse es immer wieder. Ragu? Ja, ich war... Was, Ragu? Wie heißt das? Fondue. Scheiße, diese Franzosen immer. Ich wollte danach eigentlich noch feiern und so weiter. Das war der Tag, wo diese Star Wars rauskam. Ja, deshalb, gestern konnten wir leider nicht podcasten. Sonst wäre ich wieder gekommen und keiner hätte gewusst, dass ich voll bin. Ich war in Star Wars und bin gekommen. Ich fand den echt ganz gut, fand's muss gut? ich sagen, ja. Es gibt da so einen Moment, Achtung, Spoiler wieder an, wo, und ich frage mich, warum das nicht längst mal passiert ist, und vielleicht sagst du da auch mal was dazu, da ist so eine Frau und die fährt ein Flugschiff, fliegt die rum, dreht das zu einem großen Schiff im Himmel, im All, und dann fliegt sie mit Lichtgeschwindigkeit in dieses Schiff rein. Und es wird übelst in seine Einzelteile, also da ist dann so ein, es ist Stille im Kino und dann wird das dann alles so zerfetzt und ist nice. Das war echt ein geiler Moment. Wie kann man so schnell auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen? Drückst einen Knopf, Nitro rein. Das ist Star Wars. Da können Leute, ich wüsste jetzt schon, dass ich... Da können Leute wirken, ohne sie anzufassen. Viele werden mich dafür jetzt hassen. Aber nee, so geht das nicht. Ich bin immer übelst kritisch bei sowas. Ey. Achte da immer genau drauf. Stell doch so mal dir vor. Das ist, ich mag halt so halbwegs realistische Weltallfilme. So mit einem Element, das nicht realistisch ist, so wie live. Ja, aber... Das hat diese eine Sache, die nicht so passieren würde. Aber sonst ist alles realistisch. Oder der Marsianer. Ja. Die mag ich. Aber so Sci-Fi, da habe ich immer so meine Schwierigkeiten mit. Ja, Star Wars ist eigentlich in erster Linie so eine Seifenoper. Ja. Im so ein Telenovela. Genau. So. Scheiße, jetzt fällt mir keiner ein. Das, was deine Oma da immer guckt. Gute Sterne, schlechte Wars. Genau. Ja. Gut.
Gut, dass wir drüber geredet haben. Sonst noch was bei dir? Sturm der Trooper. Der ist es. Das, jetzt, das hab ich aber überlegt. Der ist es. Jetzt haben wir auch, ich musste den davor retten. Der war nicht so gut. Da haben wir zur Not einen für einen Titel jetzt. Mhm. Aber dafür müsste es eigentlich noch mehr über Star Wars gehen. Sonst ist das Clickbait. Clickbait. Das Clickbait, hatte ich auch gesagt, ne? Wenn du im Sommer wieder, wenn im Sommer wieder der Garten aufmacht, legst du ein Clickbait an. Ja. Oh, die Beete aufmachen. Hey, ich will einen kleinen Finger, einen Zehner. Oh, bestell mir eins, bestell mir eins. Fun Fact, das ist von Badesalz. Der eine von Badesalz ist der Vater. Ruhig jetzt mal, der eine von Badesalz? Ja. Was ist ein Badesalz? Ist das eine von denen ist dieser Sketch ursprünglich. Okay. Im Sommer die Schwimmbäder aufmachen. Das ist ein Sketch. Das ist ein Sketch. Das hat mir jemand gesagt. Kann ich dir einmal gegen zeigen. Mach das mal. Der eine davon ist der Vater von Rockstar, ein Rapper. Und der fand das Sexismus-Video von uns ganz doof. Mhm. Hat er auf Twitter rausgehauen vor vielen Jahren. Interessant. Weil da komme ich nämlich gerade drauf, weil aktuell sieht es auf Instagram so aus, als würde dieses Video gewinnen. Ich wäre so dafür. Aber das ist halt so dumm. Ich wäre so dafür, Alter. Also erstmal nochmal betont, ich bin gerade echt ein bisschen traurig, dass gerade der Ninja verliert, weil das ist schon einer meiner Lieblingsformate, Reihen. Ja, aber so ist das im Leben. Ja, Dinge verlieren, Dinge gewinnen. Dieser Moment, wenn Matrix gegen Gamescom 14 verliert. Das fand ich gar nicht so schlimm. Was, 14 like this. Also ich finde halt 14 und 15 beide besser als 13. Also jetzt auch fernab von Skandal oder so. Okay. Ich glaube, 14 ist für mich das ideale Gamescom-Video. Echt? Ja. Okay. War das mit der Gruppen-Action auch so? Das war das, wo ich da sitze und sage, Kali. Das war deine Idee, habe ich direkt eingebaut. Ja. Ja, worauf wird hinaus? Wo wir nochmals kennengelernt haben. Ja, stimmt. Ja, das könnte sagen, da gewesen sein mit der Gruppen-Action. Ah, ich merke auch gerade, langsam, wir haben auch noch ein paar Minuten Zeit, langsam könnte es tatsächlich sein, dass unser Play-Button ankommt. Okay, den wollen wir den dann unboxen? Den box mal an, bis er kaputt ist. Den habe ich vor ungefähr einem Monat bestellt. Wie kommt es, dass du den möchtest? Er ist kostenlos. Ah, gut. Ja. Weil du nur letztens meintest, nur weil was kostenlos ist, heißt nicht, dass ich das gut finde. Punkt für dich. Nein, wie kamst du dazu? Irgendjemand hat einen Playbutton bekommen. Ich glaube sogar, ich habe Herr Newstime oder so, Zweitkanal, wie er sein Studio zeigt und da steht halt sein Playbutton rum. Ja. Und da dachte ich, warum haben wir eigentlich keinen Playbutton bekommen? Weil wir doch längst 100.000 haben und du kriegst den halt. Ganz früher gab es da, glaube ich, eine Kameratasche oder so. Ja? Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dann ja. Aber Playbutton gibt es auf jeden Fall schon lange. Ein Weilchen. Und wir hätten den kriegen müssen. Ja. So, und da dachte ich, okay, guckst du doch mal, warum wir den vielleicht nicht gekriegt haben. Und dann stellte sich halt heraus, dass man den von sich aus bestellen muss. Was halt total dämlich ist, weil es soll ja so ein, du hast das gut gemacht hier und kriegst eine Belohnung. Und wenn du die selber bestellen musst, finde ich, ist der komplette Sinn total flöten. So, das ist nicht, YouTube will dir zeigen, dass sie dich gern haben, sondern hier hol dir mal ein Statussymbol, wenn du Bock hast und mach Werbung für uns oder was weiß ich. Hm. Das ist total absurd. Und aber dann habe ich halt gedacht, okay, warum halt jetzt nicht bestellen? Ja, aber beiß mal nicht in die Hand, die dich echt nicht füttert. ganz mangelnderweise füttert. Ja. Ne, YouTube AdSense dieses Jahr so viel wie einmal Baywatch machen. Ist schon großartig. Hast du erzählt, was du von Baywatch bekommen hast? Hast du beide jetzt bekommen eigentlich, beide Raten? Ja, habe ich bekommen, ja. Wie viel war das? Weiß ich nicht, ob man das sagen sollte. Es ist auf jeden Fall so viel, dass David uns ausgelacht hat. Ausgelacht? Ja. So wenig? Ja. Also es ist weniger als 4.000. Hä? Natürlich ist es... Hä? Nö, ich will nur für die Fans mal eingrenzen. Ja, okay. Ist das weniger, ist weniger als 1.501 Euro? Ist das mehr als 1.499 Euro? Könnte gut sein. Ist es ein Betrag, der 0 Cent hinten dran hat? Ja, okay, na gut. Sein. Na, ich würde es jetzt lieber nicht sagen. Du Schlitzohr. Du Spitzwohl. Nochmal, die beste Stelle im Video, ne? Der Anfang. Ja. Kennt wieder keiner. So, zurück zum Thema. Was war das Thema? Playbutton. So, kommt an. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr, aber so irgendwie Anfang, Mitte Januar sollte er spätestens da sein. Außer YouTube knackt uns da auch wieder weg, weil sie uns hassen, keine Ahnung. Und dann würde ich schon gerne ein Video drüber machen. Wie jetzt? Na, ich hatte dir, glaube ich, die zwei Ideen gesagt. Entweder so was Witziges damit machen, also was Ironisches, oder das Ernste, und das finde ich halt wirklich geil, auch wenn du wieder sagst, vielleicht. Halt, dass da alle drauf unterschreiben und wir das filmen wie... Genau.
weil wir halt wirklich durch YouTube sehr viele Menschen kennengelernt haben. Und das ist sehr schön. Was machen wir dann damit, wenn er unterschrieben ist? Guck doch mal, Dion haben wir ja. Wir haben damals, waren wir 2013 oder 14 in Berlin. In Berlin. Haben auf Facebook gepostet, hey Leute, wir sind gerade auf dem Alexanderplatz, kommt doch mal, wenn ihr uns treffen wollt. Und es kamen zwei Leute. Drei letztendlich, glaube ich. Björn C., der Polizist noch. Björn K., Dion und... Ja, Flo. Nee, Flo war schon dabei. Ja, eben. Ja. So, also drei Leute und einer von denen, ne, der kommt jetzt zu Heiligabend lieber zu uns, als bei seiner Familie zu verbringen. Das ist ja schon schön. Ja, ist echt traurig. Ja gut, aber wenn er, vielleicht hat er, nee, hat er halt nicht, glaube ich, solche Verhältnisse wie du oder wir, dass du sagst, ah, na gut, wenn jetzt hier die Oma kommt, muss ich nicht unbedingt haben. Nee, ja, kommt auf die Oma an. Ja, wie auch immer. Ich finde das sehr schön und da so ein Video, wie alle unterschreiben und wir dann toll filmen. Wo wollen wir das machen? Überall halt. Also ich würde dann vielleicht eher mal, so Fantreffen-mäßig oder eher so nee, nur unsere engsten Freunde-mäßig? Ja, na und halt ein paar Leute besuchen vielleicht, dass ich auch mit Peter irgendwie nochmal irgendwo hinfahre. Toll, du alleine. Naja, einzelne Personen halt, was weiß ich jetzt. Zum Beispiel Cody in Hamburg oder so. Sonst kennen wir in Hamburg keinen. Ja, oder halt ganz nördlich. Ach. Wer ist da? Kim. Aber den kenne ich durch PlayStation. Ach so, okay. Gut. Ja. Und dann, ja, zum Beispiel nach Berlin oder so könnten wir dann zusammenfahren zu David und ja. Hand of Blood und ja. Dion und Flo, Rian Balke. Und Tanzverbot. Und Tanzverbot auch. Können wir machen, klar, warum ja. nicht? No? Und dann verkaufen wir das auf eBay. Genau. Nein, machen wir nicht. Also das ist halt wirklich so für mich wirklich das Schöne an YouTube, ne? Ach so, ich hab Thema bei eBay verkauft. Ich hab noch diesen Fidget Spinner, den der Etienne unterschrieben hat. Hat da jemand Interesse dran? Ich würde den... Vielleicht sollten wir das auch mit Jahreswechsel launchen. Was? Das ist eBay-Gedöns. Echt? Willst du das machen? Na, kostet ja nichts. Ich will den Fidget Spinner schon behalten. Ach so, na dann halt nicht. Es sei denn, will jemand für viel Geld mir abkaufen. Okay, also wenn jetzt jemand in die Kommentare postet, wie viel würde er für den Fidget Spinner auf dem Nils Bohmhoff, der Etienne Gardet drauf unterschrieben hat. Es sind halt auch nur Striche und keine Unterschrift. Was würdet ihr dafür geben? Hä? Hä? Der ist unbezahlbar. Also 10 Euro oder nichts wert. Weiß es nicht. Ja. Naja, ich finde nur die Idee witzig. Die Umsetzung ist natürlich... Ja, aber jetzt pass mal auf. Für 100 Euro, wenn das jemand bezahlen würde, theoretisch. Ja, mal gucken. 101. Oh. Ja. Das ist nämlich ein interessantes Dings, ne? Da sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Jeder hat so seinen Preis. Weißt du, wenn du sagst, für 100 Euro würde ich mir nicht einen kleinen Finger abhacken, so. Weißt du? 101 würde ich es machen. Okay, genau. Hast du es verstanden? Nee. Wenn du mal 1 Euro hochgehst, irgendwann sagt jeder nochmal ja. Aber wenn einer zum Beispiel bei einer Million ja sagt und du dann aber runterwärts gehst, so 900.990, sagt er wahrscheinlich auch noch ja. Und wie lange sagt er dann ja, wenn du über 1 Euro runtergehst? Die Frage ist, ist das ein Schnittpunkt oder überschneidet sich das? Ist das nicht das Gleiche? Nein. Ich meine so, wenn jemand bei 404 wirklich von beiden Richtungen aus gesehen Stopp sagt, ja. Oder ob jemand beim Runtergehen vielleicht weiter runtergeht, als würde er beim Hochgehen hochgehen. Das heißt, ja. Wenn du hochgehst, landest du vielleicht bei 500, wenn du runtergehst, vielleicht bei 400. Hm. Gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Oh, wir haben noch 2 Minuten ungefähr. Es tut mir leid, ich bin schon wieder so logisch geworden. Ich mach das immer. Okay. Ich mach das immer in meinem Hobby, immer. Es geht schon, ich bin's ja gewohnt. Ja. Es geht schon. Ja, die Leute, die kennen dich und das lässt sich ja auch spüren. Also, wenn wir jetzt nochmal in den ausklingenden Sekunden dieses Podcasts darüber reden wollen, ob du Autofellatio machen würdest, wäre ich sehr dankbar. Wir brauchen echt mal ein Auto. Ein Auto? Ja, wir müssen. Oder ein Outro. Auch das, wir müssen mal wieder in Städte fahren, das ist sehr beliebt in unserem Instagram-Voting. Das ist richtig, darauf wollte ich eigentlich hinaus, als ich CKY und Jackass angesprochen habe. Hast du nicht gemacht. Dass es ja auch ganz grob die Idee gibt, mit einem Wohnmobil rumzufahren Richtung März. Mit einem Womi? Womi. Okay. Das, ja. Und das wäre schön. Machst du bis dahin Fischei? Kannst du dich mal ins Kniefieh? Ja, doch. Der, die Idee, der. Der, also, der ja. hat gesessen jetzt. Der geht, da. Also, wow. Durch Mark und Bein. Ja. Gut. Durch Mark und Euro, pflege ich zu sagen. So. War nicht gut. Dann, tut mir leid. Ich würde gerne mit einem besseren Witz schließen, aber. Ja. Dann stecke ich dir jetzt was in die AFO.
und dann ist jetzt hier vorbei. Ja. Wird die Musik schon lauter? Ja, klar. Ich würd gerne noch was zum Thema Autofiller dazu sagen. Ja, mach mal. Also, dass ich da Interesse, also würde ich mir... Oh, ist das ziemlich zäh? Nee, ist... Doch. Was? Ah. Ist laut eigentlich. Ah. Also, Autofiller dazu würde ich...